Wiederschauen. Wiederschauen, danke. Oh, flashy. Ich weiß nicht, wie ich zurzeit alle Termine unter den Hut bringe. Was? Und wir fahren wegen zwei Wachauer Laberl nach Dürnstein. Ja, aber wegen dieser Wachauer Laberl, die sind da erfunden worden, vor was weiß ich wann. Ne? Und die haben keinen Kümmel drinnen. Die sind in der Früh mit Marillenmarmelade, Mittag mit dem Gulasch am Abend beim Herrigen. Es ist ein Traum. Und wie erkläre ich das meiner Frau? Ich sage, du bist im Außendienst. Nase. Ja? Das brauchst du Taschentuch? Nein. Aber nach Dürnstein kann man immer fahren. Es ist wunderschön, bitte. Da heiraten irrsinnig viele Leute, weil es so schön ist. Bist du ehrlich verheiratet? Nein, ich bin schon einen Schritt weiter. Hat deiner Spaß. Wollte immer schon wissen, warum hat dich deine Frau geheiratet, weißt du das? Sie sagt immer, ich bin ihr Ritter, ihr Don Quixote. Ihr Don Quixote, ja. Was seht ihr, der Ritter von der traurigen Gestalt. Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Aber das ist ja auch, weil du sagst, Ritter, geschichtlich ist das ein Wahnsinn hier. Ne? Das ist alles Geschichte in der Ruine. Ja. Dürnstein war der Richard Löwenherz. Ja, natürlich. Das weißt du natürlich wieder. Das, ne? Weiß ich natürlich, noch völlig. Was weißt du sonst noch über den Richard Löwenherz? Alles. Und Richard Löwenherz war von 1189 bis zu seinem Tod als Richard I. König von England. Löwenherz gilt als Sinnbild des idealen Ritters und als Symbol nationaler Größe. Auf dem Rückweg vom dritten Kreuzzug entehrte und zerriss der englische König einer Sage nach die babenbergisch-österreichische Flagge und weigerte sich, die Kriegsbeute mit Leopold V. zu teilen. Daraufhin ließ dieser ihn festnehmen und auf Burg Dürnstein einsperren. Sein treuer Gefährte, der Sänger Blondel, zog von Burg zu Burg, um seinen scheinbar verlorenen König zu suchen. Als er vor Burg Dürnstein ein Lied anstimmte, das nur Löwenherz kennen konnte und tatsächlich die zweite Strophe aus einem Fenster der Burg erklang, wusste Blondel, wo sein König gefangen war. Freigelassen wurde Richard Löwenherz schließlich nach einer Bezahlung eines horrenden Lösegelds von 100.000 Mark, was in etwa 23 Tonnen Silber entspricht. Fläche, fällt dir ein Mensch ein, der einen Euro für den Kurz geben würde? Der Blümel? Stimmt. Nein, aber das kannst du nicht vergleichen. Das war andere Zeit, das waren andere Leute damals. Ja, das waren Ritter. Ja, die Ritter waren was, edel, tapfer, ja. Haben sich um Witwen und Waisen gekümmert, waren extrem mutig. Mutig, ja. Also ich eigentlich. Was heißt mutig? 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 Ja, sicher. Das hat man gesehen im Sommer beim Obi-Hopfen zum Beispiel. Mir rutscht das Herz in die Hose. Du schaffst es, Schatz. Weißt du, wenn es da oben mal rauspulsiert, dann ist es ganz geschissen. Wie zum Beispiel tot bin. Nachher. Ja. Dann spiel ich deine Auftritte. Das ist doch ein völliger Schwachsinn, Fleisch. Kein Ritter springt von einer Klippe ins Wasser. Die Rüstung hat 30 Kilo, geht in der Sekunde unter. Ich meine, was anderes, die waren mutig, die haben sich generell in Ängsten gestellt. Wurscht, wohin sie gekommen sind, die sind mit den Pferden. Sind die mit den Pferden? Ja, durch die Wälder geritten. Das war Wahnsinn. Da wäre ich nicht dabei gewesen, weil Geschwindigkeit ist nicht meins. Echt, aber nicht Walking ist man schon schnell. Was ist. Die Seele reist mit einem Esel. Hast du der Esel gesagt zu mir? Nein, mit einem Esel. Fleisch, weißt du was? Wir werden unsere Ritterlichkeit beweisen. Was heißt das? Wir werden uns den Ängsten stellen. Ja, kennst du zum Beispiel den Manfred Stohl? Den Rallye-Webmaster? Ja, genau. Ja. Das fahren wir hin. Na geil, da fürchte ich mich. Ja, du fürchtest dich? Ja. Siehst du, und das ist das Schöne im Außendienst. Komm. Trottel. Man fühlt sich schon wie ein Rennfahrerfleisch. Ja, aber der hat keine Nummer da, da können wir nicht fahren, leider. Brauchen wir nicht, ist abgesperrt, kein Problem. Grüß dich. Lieber Manfred Stohl, mein lieber Freund der Fleische hat ein bisschen ein Thema mit Geschwindigkeit und wir sind auf den Spuren unserer Ritterlichkeit. Und ich habe mir gedacht, es geht ihm vielleicht besser, wenn du eine Runde mit ihm unterwegs bist. Ich bin überzeugt davon, speziell mit dem Auto mit 612 PS, Allradantrieb, 1,80 und von 0 auf 100 wird reichen, hoffe ich. Man muss ja nicht ausfahren, ne? Man muss ja nicht 100 fahren. Wir haben uns eilig, wir müssen ganz locker, ganz gemütlich locker. Dahin rollen. Ja, dann fahr du mal. Was ich? Dann fahr mal du an. Kein Problem, fahr du mal eine Runde mit, dann mal aufwärmen.
Ich schau dazu. Du baust sie ja selbst, gell? Genau, die machen wir alles selber, ja. Das ist noch gefährlicher. Das ist auch noch. Ja, weil wenn ich mir selber Auto baue, die glaube ich nicht einsteigen. Aber bei Manfreds Prototypen, der zu 100% mit Strom betrieben wird, mache ich mir da wenig Sorgen. Servus. Obwohl 612 PS. Manfred! Na, ich bin gespannt, ob wir das da bremsen. Der speibt sich ja schon das Seil, oder? Das ist ja Wahnsinn. Bitte, und wie ist es? Irgendwie ist ein bisschen wie Einparken im ersten Bezirk. Ja, bist du deppert, schon die Reifen rauchen. Manfred, was kostet so eine Innenreinigung jetzt für die Fläche? Ja, das kostet einen Haufen, glaube ich. Steigeräte sind teuer, also das ist jetzt zusammenreißen. Viel Freude, mein Freund. Bist du so deppert. Das wird dir gut tun. Achso, du brauchst einen Helm. Du ziehst das ein bisschen, kann das sein? Null. Aufpassen auf die Kurve rum. Viel Freude, Fleischi. Ja, danke. Bin stolz auf dich. Bist du? Ja, schnell mit. Fünf, vier, ja. Drei, zwei, eins, go! Er will seine Freude haben, weil es so geil ist, dass er überhaupt nicht aufhört zum Gas geben. Hello again! Wahnsinn, oder? Bist du etwas? Ist Heldenblut braun? Nein, ist was anderes in der Hose. Bist du depp? Und dir war das wurscht? Komplett. Hast du geschrien oder so? Na, geschrien nicht, aber es war schon so ein. Du, für mich war es dann so, dass ich gesagt habe: Manfred, da fahren wir schon. Nein, ich habe das gar nicht so gespürt irgendwie. Manfred, danke, das war großartig. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, oder? Ja, vielen Dank, ein bisschen zu langsam was. Ne? Tut mir leid. Manfred, du bist scheinbar komplett furchtlos, so wie wir fahren. Ja. Gibt es irgendwas, was du fürchst? Ja, mit dem Auto geht's. Da gibt's nichts, was mich zu fürchten bringt. Aber sonst Schlangen muss ich jetzt nicht unbedingt haben, das ist nicht meins. Jetzt natürlich Autoschlange, Schlange. Nicht. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Autoschlange mag ich schon gar nicht. Also. Danke. Alles danke, Gute. Dir. Ciao, Papa. Ciao. Aber der Manfred ist schon großartig. Ja, Wahnsinn. Weltmeister. Ja, aber trotzdem, Ritter wird keiner aus ihm. Warum? Ja, weil er Angst vor Schlangen hat. Und ein Ritter hat keine Angst. Schon gar nicht vor Schlangen. Der reitet und dann steht so ein achtköpfiges Monster dort und dann sabelt er dir den Kopf ab. Ja, fertig. Ja. Eine der Top-Ängste aller Österreicherinnen ist Angst vor Schlangen. Du hast keine Angst vor Schlangen? Ja, Schlangen vielleicht. Ja, aber ich rufe ihn an. Ich rufe ihn an, bekannt von den. Hallo? Michael? Servus. Du, können wir vorbeikommen kurz? Ja, ich hätte einen Kandidaten für dich. Was? Ja, super. Danke. Bis gleich. Fahren wir zum Haus des Meeres. Da ist ein Parkplatz, da stell dich rein. Passen wir da rein? Ja, ich könnte schon einpacken, aber. Willst du einpacken? Nein. So, da sind wir. Here we are.
Jackerl. Parkschein brauchen wir. Fläche. Ja, bitte, der Ritter braucht keinen Parkschein. Komm jetzt. Wo könnte man den noch montieren beim Pferd? Richtig. Keine Schlangen an der Kasse, aber drinnen. Schau nicht so. Was heißt, schau nicht so? Nein, du schaust so. Ja, natürlich schau ich. Ja, aber denke, nicht so. Ja, aber eine Schlange, wenn es so eine kleine. Ja, ich kenne nicht. Der Ring schau, schau mal, aber auch so eine, wie heißen die? So eine. Ganz große. Ah, hallo. Servus. Hallo. Servus. Dankeschön. Hallo. Gerrit. Wir brauchen eine Schlange. Er braucht eine Schlange. Der Gerrit möchte unbedingt eine Schlange kennen. Naja, unbedingt muss man definieren. Und da irgendwo ist mein Patenkind. Ja, ist dein Patenkind. Ich habe ein Patenkind, einen Kuhnasenrochen, den Kasimir. Also, wo ist er denn? Da ist er, da ist der Kasimir, ja. Schau. Das ist der Kasimir. Ja. Aber er erkennt dich nicht. Fest. Oh ja, oh ja, oh ja, hat gerade schon erwinkt mir. Die Dame in der Kasse hat dich auch nicht erkannt. Ja. Für den Kasimir. Baba. Aber ist es denen da nicht zu eng? Brauchen die nicht mehr Platz? Das Meer heißt ja Meer, weil die dann mehr Platz haben. Ich liebe Schlangen. Ich liebe Schlangen? Ja, bitte schau, da hast du. Da kannst du viel Liebe beweisen. Das sind drei. Ei. Ja, zwei Netzpythons, das sind die dünkleren. Und dann hast du einen Albino-Tiger-Python, das ist der gelbe. Ist der krank? Nein, der hat sich nicht eingeschmiert in der Sonne. Mögen die das, dass die da ständig aufeinander picken wie ein Lignano? Die zwei Netzpythons sind ein Pärchen. Ja, also die können sich auch lieben, wenn sie das wollen. Und die gelbe ist was? Die gelbe ist, das gelbe ist derweil einmal noch Single. Jede von den dreien ist hoffentlich gefüttert. Das auch, aber hätte die Kraft, dich zu töten. Ganz einfach, also wenn du da alleine hineingehst und die fällt dich an, kannst du dich nicht wehren. Die hat so viel Kraft, die wird dich umschlingen und die langsam ersticken. Aber sind die schnell? Die können ein Drittel des Körpers vorschnellen. Die sind aber jetzt so knappe 5 Meter. Das heißt, du musst 1,5 Meter Abstand rechnen, wo die Schlange auf dich hinspringt. Wow. Die merkt ja gar nicht, wenn ich reingehe, die schläft ja. Das schaut auf den ersten Blick so aus, aber euch das würde ich mich nicht verlassen. Michi, und du gehst einfach rein und fütterst die? Nein, ich würde da niemals alleine hineingehen. Da ist wirklich die Gefahr so groß, da brauchst du Aufpasser. Das heißt, wenn du hier irgendetwas arbeitest, brauchst du jemanden, der die Schlangen im Auge behält und dich rechtzeitig warnt. Wenn du willst, reingehen lasse ich dich nicht, aber wenn du dich traust, du kannst hineinschauen. Sehr gern. Ja? Ich warte. Ich warte. Mal vorsichtig hinein und traust dich hineinschauen, bis du sie siehst. Die Hand tust bitte weg. Und schauen, wenn sich eine bewegt, dann gehst bitte automatisch zurück. Gesetzt im Fall, die würde jetzt daher schnellen, dann würdest du mich sofort loslösen von der oder hättest du da gar keine Chance? Ich hätte keine Chance, wenn die herschnappt, dich davor zu bewahren. Und merkt ihr, dass ich keine Angst habe? Nein. Das ist ja ziemlich wurscht, weil du bist mutig, gell? Ich glaube, ich kenne dich vorher nicht. Ja, genau. Na, jetzt werden wir schauen, Scheiße, wie mutig du bist. Oh, eine schöne. Sag mal, was machen die die ganze Zeit? Nix. Also Schlangen können wochenlang am selben Fleck liegen, die dann entweder fressen, ja, schnackseln, ja, verdauen. Wie schnackseln die eigentlich? Also die haben zwei. Okay. Du hast anscheinend den Griff. Ich bin sehr oft im Griff. Und die darf der Gerry jetzt rausnehmen? Nein, nicht die, aber die. Die rote Königsnatter. Ja, rote. Die ist aber schön. Die Rendi Wagner. So, du Ritter, los geht's, komm. Ich hab kein Pferd, ich hab kein Schwert, ich hab keine Rüstung. Aber eine Schlange. Greif ein, Sattel. Ja, ich will dir nicht wehtun, verstehst du? Frag halt und dann. Ja, schau, genau, bewegt sich schon. So und ja, da jetzt so leicht anheben. Hallo, Puppe. Oh, die will nicht aussehen. Schau, die tut da nichts, schau. Ja, ja, genau. Schau her, die ist ja irre lang. Schätzelein, wie lang bist du denn? Oh, komm jetzt mit. Einen Meter. Einen Meter? Aber schau, die will ja weg. Schau. Toll. Aber ein schönes Tier. Man glaubt, die sind so, die sind ganz, nicht ganz trocken. Das ist wie Leder, ja. Die riecht jetzt, nicht, wenn sie ja, die Zunge schnuppert, sind. Genau. Die erkundet jetzt, was da alles los ist. Blöd ist, wenn einer von euch vorher eine Maus in der Hand gehabt hat. So gehe ich auch gleich. Wenn der Daumen sehr nach Maus riecht, kann so was schief gehen. Hast du eine Maus gegessen? Geh weg. Aber empfindet die jetzt Freude oder ist der generell alles wurscht? Nein, sie ist interessiert. Kann ich die mal haben? Fleisch, gehst du bitte ritterlich einmal auf die Seite und provozierst dieses Viech mit einem Stinkfinger? Für dich haben wir ganz was anderes vorgesehen. Na geh. Okay. Michael, der alte Hundling, weiß natürlich von meiner Arachnophobie, also
von meiner Angst vor Spinnen. Ja, Gerald, das ist die Judith. Ja, und die Judith mag Spinnen. Hallo. Genau. Auch? Und hallo, die Judith. Hallo. Und die Judith kann... Du magst sie weniger offensichtlich. Ja, er hat Angst. Er hat eine Riesenangst. Er möchte immer ritterlich sein. Und jetzt dünnt es aber aus. Ne? Nur weil meine Handfläche feucht ist, heißt das noch lange nicht, dass ich Angst habe. Ja, es ist einfach warm hier. So die Handfläche ist. Ist das blöd, wenn das feucht ist, die Hand? Nein. Die beißt so und so. Die beißt auf jeden Fall die Hände. Gib mir Ruhe. Die beißt ja nicht. Ist gut, aber sie könnte. Aber ja, das sind Wildtiere, die haben also ganz nette Beißwerkzeuge, so einen Zentimeter rum schon. Es passiert zwar nichts vom Gift her, das sind alle Vogelspinnen harmlos. Warum heißt du überhaupt Vogelspinne? Weil sie Vögel frisst? Weil du einen Vogel hast, dass ich es angreifen muss. Können wir das hinter uns bringen irgendwie? Gut, ja, wir müssen nur trotzdem mal schauen, wie wir da hinkommen. Du greifst sie einfach so an. Einfach so. Ja. Na, sie taucht dir hinten an, macht sie leicht aggressiv. Ja, genau. Das Tierchen ist 20 Jahre, die Vogelspinnen werden sehr alt. Das ist die Ausnahme im Spinnenreich. Das, was jetzt kratzt, sie möchte nicht wechseln. Du kannst auch da rein. Was ein bisschen, kratzt, das sind Krallen, die dir auf den Beinchen haben. Was macht die? Warum? Nee, sie findet offensichtlich die Hand nicht besonders angenehm. Kann ich diese mit der angreifen? Seidel schleicht dich. So, ich kann die doch schleicht dich. Vorsichtig. Seidel, bist du vorsichtig? Seidel schleicht dich. Jetzt atme doch einmal ganz normal. Das ist so weit weg von tapfer. Ritter. Nein, also doch schon. Was ist denn das tapfer, würde ich sagen. Das möchtest du sie wieder nehmen, bitte? Sehr stolz. Na, vierte Michi, danke. Danke, dass du da warst. Alles Gute. Du weißt eigentlich, dass so eine Schlange wie ein Händel schmecken soll? Wirklich? Ja. Du weißt, wie so eine Vogelspinne schmeckt? Ja. Angeblich wie eine Schlange. Ah. Aber ich könnte das nicht essen. Warum? Na, weil, wow. Ich kann das schon essen. Na sicher. Du hast das mit Ach und wie angegriffen. Ja, aber außer Pochen ist was anderes. Ja, aber was ein Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und was er nicht sieht, kennt er nicht. Das frisst er schon gar nicht. Wir sind keine Bauern, wir sind Ritter. Das stimmt. Und um das zu beweisen, begeben wir uns in die Dunkelheit, wo man nicht einmal die eigene Hand vor Augen sieht. Wir sitzen jetzt hier beim Dinner in der Tag. Was ist das Ritterliche daran, bitte? Ja, Fleischi, das Ritterliche ist es, dass du dich einlässt auf Sachen, die du nicht kennst. Also zum Beispiel, du bist Ritter in der Lenkbach, über 400 Jahre. Ausnummer. Ritter Kunibert von Neulenkbach. Ritter Kunibert, genau. Und reitest nach Istanbul. Ja? So, kommst du dann und kriegst du Chibabchichi oder einen Oktopus vielleicht. Ja. Kennst du nicht. Ja. Was machst du? Ja. Du musst ihn essen. Isst ihn trotzdem. Genau, und genau das ist es. Du musst schmecken, ob das gut ist für dich oder nicht. Nelly, wir sind in deiner Welt, weil du normalerweise auch nichts siehst. Für uns ist es ganz neu. Bist du am Tisch schon? Jetzt, ja. Jetzt höre ich dich. Ja. Trink mal ein kleines Bierfleisch. Sehr gerne. Sehr gerne. Komm. Vielleicht für jeden eins. Für jeden ein kleines. Ja. Wobei, ich finde nicht einmal zum Glasl. <Bist du? lacht> Geben Sie bitte die Hand aus meinem Glas. Okay. Eins. Drehverschluss. Drehverschluss, sehr gut. Noch ein Dreh und Trink? Ja, danke. Das Händchen zu mir? Ja. Wo bist du? Daneli, danke. Möchtest du anstoßen mit mir? Ich möchte sehr gerne. Mit Ihnen trinke ich am liebsten. Am Campingplatz. Pass auf, es ist ein Glas. Wo? Du Schade. Du bist schon beim Ohrwaschen. Du bist mir schon in die Nase gefallen. Wir schmecken jetzt quasi Essen, das wir bekommen. Genau. Das wird mit deinem hinnigen Gaumen schmecken. Mit deinem Leberkäse verseuchten Gaumen. Die beiden bekommen heute von mir den ersten Gang in einer Gewürzsud, geschmorte Rindersenne. Servieren wir aber als Salat, also als Zimmertemperatur. Und ich fürchte mich selbst jetzt vor dem ersten Gang, weil wir wissen nicht, was wir kriegen. Ich habe die Angst, dass ich ein Frosch auglutsche. Für europäische Gaumen ist noch fremder Schleim. Die Nelly bringt uns das erste Essen. Fleisch, was auch immer passiert. Ich hab dich lieb. Nelly, würdest du vorkosten? Nein. Einmal zur rechten Seite. Danke. Einmal zur linken. Danke, Nelly. Lebt's? Finger reinhalten. Danke. Dann wisst ihr's, wenn's zupasst. Es lebt nicht, glaube ich. Nein, nein. Aber nach was riecht denn das? Na, es ist so Sojasauce. Das ist ein Oktopus, der durch ein Sojabecken geschwommen ist. Schnecken kann auch sein. Lebt auf jeden Fall. Warum sagst du Schnecke? Es hat so was leicht hart-galertartiges. Ja, ja, ja. Und die Soße ist nicht tödlich, glaube ich. Nein, nein, das ist okay. Was, seitdem du Schnecke gesagt hast, habe ich hinten die Nackenhaare aufgestellt. Was? Was ist? Entschuldige. Kurz zurückbissen.
Nein, ich bin fertig mit dem ersten Gang. Weil? Ich habe irgendwas fürchterlich Knorpeliges. Wow. Was du aussehen kannst? Nein, ich will aus Wurst. Wo ist mein Bier? Nelly, bring 7 Bier, bitte. Nächstes Gang servieren wir die sogenannte daumenjährige Eier. Enteneier, das ist eigentlich eine Fermentation. Dadurch auch die Farbe und Geschmack. Zwei Fännchen. Okay. Werden serviert. Was heißt Fännchen? Ja. Fännchen. Fännchen. Viel Spaß beim Essen. Was ist kalt? Das ist was Galertartiges. Schreibt dir nicht, das ist ein Ei. Wo ist der Ei? Oh, das, was sich so komisch anfühlt, ist ein Ei. Da fühlt sich alles komisch an. Sind es 10 Eier? Wo? Ah ja, danke. Wahnsinn. Eine große Flasche. Du hast eine große Flasche. Ja, das ist eine andere Flasche. Geh, hör auf. Nicht sicher. Die Flasche. Der hat mir ins Auge. Ist der verrückt? Nelly, hast du schon mal erlebt, dass jemand dem Partner ins Auge fährt, weil er durstig ist? Das ist ja Wahnsinn. Ah, Scheiße. Oh. Zu schnell eingeschickt. Darf ich irgendwas zum Abwischen bringen? Oder? Nein, alles gut. Na, dem okay. Messer ist überhaupt der komplette Botwan bringen. Ich esse jetzt mit den Fingern. Achso, es ist noch zu. Jetzt merke ich gerade. Es sind so 100-jährig eingelegte Eier. Die müssen so. Ja stinken. Nein. Aber da muss ich. Boah, das ist aber mächtig gewürzt. Mhm. Aber da muss ich sagen, Flasche, ihr war rechte Freude schon wieder mal. Mhm. Mit dir? Weil du einem durch deine Wissenheit, sag mal Wissenheit, nein. Na. Du das jetzt gescheit wascheln, einem die Angst nimmst, in die Schussrolle zu beißen. Ach ja, das ist Ei. Am nächsten Gang machen wir Vegetarisches. Da habe ich hier frittierte Tofu mit Lotuswurzel. Tofu, ich glaube, kennt fast jeder schon. Lotuswurzel ist ja natürlich ein bisschen exotischer. Was haben wir da? Man, das ist aber. Man, das ist mal scharf. Okay, Tofu. In was greife ich da gerade? In einer Grauthappel? In was greife ich da gerade? Na, es ist Tofu, gebratener Tofu und diese. Wie heißt denn diese Frucht? Na, Litchi. Was? Das ist löchriger. Nicht Lotusblume, aber irgendwie so. Aber wie heißt Fläche, wie heißt denn das Gewürz? Nein, das ist nicht ein Gewürz. Das ist Korean, Korean. Das gibt's doch nicht. Koriander heißt es. Ja. Korean. Heutiger letzter Gang machen wir für die beiden Herren sortierte Schweinemagen. Ganz, ganz fremd. Na, das Fleisch dabei? Ob das nicht Kudeln sind oder sowas. Ah, da ist was Falsches dabei, das mag ich nicht. Aber es ist ja kein geschnittenes Fleisch. Na, ich hab so Paprika, Zwiebel und das Fleisch kann ich jetzt nicht wirklich zuordnen, weil das wird einmal gewürzt, das könnte auch bierdeckig sein. Mhm. Auf jeden Fall ist es wahnsinnig ritterlich, in komplett neue Gebiete vorzudringen. Ah! Das Händel. Oder Händel? Überfahrenes, überwürztes Händel. Und noch Speis, was schön ist. Ein Cremeschnitten. Ich werde euch rausgeleiten. Kann auch Nelly, Spaß ist vorbei, keine Nachspeise, kein Kaffee. Hab ich aufgegessen. Wir folgen dir. Danke fürs Aufpassen auf uns. Wie blends. Man kriegt guten Tag. unser Essen. Oder guten Abend. Es war hervorragend. Ja, danke schön. Hervorragend. Ich bin ja froh, wie man glaubt, wir kriegen so Kakerlaken oder Würmer oder Maden. Nein, Kakerlaken, vergiss es. Ich bin doch netter und hier ist kein Dschungelcamp. Na, ich bin ein super Koch vor allem. Das schmeckt wirklich geil. Danke auf jeden Fall. Alles Gute. Vielen Dank. Danke. Ich danke auch. Alles Liebe. Ciao, Papa. Ich hab's Spaß gemacht. Ja, danke. Du, Seidl, es ist ja unangenehm wahrscheinlich, dass ich das ansprich, aber Stichwort 10 Meter Brett. Was ist? Ich bin Ritter. Ja, Ritter zur ebenen Erd bist du. Ja, aber da waren Helden dabei, mein lieber Freund. Ich habe eine Überraschung für dich, die wird dir helfen. Da gehen wir jetzt rein. Wo gehen wir hin? Ja. Zur Milesi? Krieg ich eine Hypnose? Nein, ans drunter, zur Kreuz, du kriegst einen Kopf. Hypnose, schau, Hypnose. Hypnose? Ja. Warum Hypnose? Hypnose klingt für mich nach Rasputin, nach schwarzer Magie. Na, anders. Lass dich überraschen. Lass sehen. Liebe Frau Dr. Kreuz, danke schön, dass wir da sind dürfen. Ich habe den Gary mitgebracht. Also, bist selber mitgekommen. Eben. Ja. Bist ja schon groß. Aber die Frage, kann Hypnose helfen, dass der Gary wieder springt vom Zehner? Will die Herde vom Zehner springen? Also, kleine Hemmung ist da. Kann Hypnose helfen und wie funktioniert das? Hypnose kann helfen. Die Hypnose ist eine Technik, wo das Gehirn in einen Ruhestand kommt. Oder so wie ein Standby-Modus. Der Mensch schläft nicht. Das ist kein Wachzustand, es ist
dritter Zustand. Wir haben angesoffen. Wir haben zwei natürliche Zustände, schlafen und wach zu sein. Und die Hypnose ist ein determinierter Zustand. Und in diesem Zustand, dein Gehirn aktiviert sich selber. Kann es auch nicht gelingen? Immer gibt es keine Garantie. Sie müssen das wollen. Also du musst es wollen, Sarah. Mutig ist der Ritter, der zum Beispiel von ersten Stock springt, wenn ein Kind oder runter, wenn ein Hund in Wasser oder Kind in Wasser, das ist ein Mut. Ja, ja. Aber blöd von Brücke zu springen, ist es nicht Mut, es ist Blödsinn. Oder wie sagt man, Leichtsinnigkeit. Also Mut ist das zu machen, um anderen zu helfen. Ja, dann würde ich sagen, ich lasse euch beide mal allein, glaube ich, oder? Ich sollte nicht zuschauen. Wenn Sie das trauen, haben Sie genug Mut, da allein zu bleiben. Du schaffst es. Ja, ja. Du schaffst es. Aber du holst dich in einer Stunde. Ich hole dich in einer Stunde. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Fühlen Sie sich gut? Ja. Okay. Als Erste denken Sie einen Satz. Ich will jetzt in die Hypnose gehen. Okay. Tiefer und tiefer gehen Sie, tiefer und tiefer. Dann erlauben Sie sich vorzustellen, Sie stehen auf diesem Brett, Sie stehen auf diesem Brett, Sie schauen 10 Meter runter. Wie fühlen Sie sich? Nicht gut. Nicht gut. Jetzt ist ein nicht gut Gefühl von 1 bis 10. Wie stark ist das Gefühl? 12. Sehr gut. Ich will wieder runtergehen. Sie wollen wieder runtergehen. Und jetzt erlauben Sie sich mir zu folgen, ich begleite Sie. Jetzt gehen wir ganz tief in Ihrem Leben zu meiner Situation, wo das Gefühl das erste Mal war. Sind Sie schon dort? Ja. Fleische. Und? Ich mache jetzt fix Kabarett. Das ist ein Trottel. Na, was passt alles? Ja, ich weiß genau, was zu tun ist. Okay, super. Ja. Dann gehen wir. Ich finde das echt super, dass du dich deinen Ängsten so stellst. Das ist ritterlich, mein Freund. Ja, das wirklich. Vielleicht sollte ich das auch machen. Aber du hast doch überhaupt kein Thema mit der Höhe. Na, mit der Höhe nicht, aber mit der Enge. So. Ja? Na, das habe ich eine ganz andere Idee. Es wird eng. Es wird eng für dich, mein Freund. Für mich. Peter, du hast uns runtergeführt. Wo sind wir hier genau? Unter der Erde. Bisschen genauer, falls man mich sucht. Unter der Erde am Steinberg, im östlichen Weinviertel. Und die Höhle ist ungefähr wie alt? Ja, ich glaube so ungefähr 11, 12 Millionen Jahre. Wow. Und da war hier noch ein Fläche. Ja, hast du es ja doch geschafft. Also das sind ja Riffe hier, was wir da haben. Wir haben auch immer wieder die Muscheln da drinnen. Okay. Und da war das ein tropisches Meer. Okay. Und so ist das Ganze entstanden. Danke, Sarah. Das sind Erlebnisse, die du nicht vergisst. Ja, aber so. Ich glaube, es ist von der Bauordnung jetzt nieder. Und Peter, wie sind diese Höhlen entdeckt worden? Der Höhlenverein in Wien hat nie sein Augenmerk ins Weinviertel gelegt. Und so ist man, glaube ich, erst Ende der 80er Jahre fast zufällig über Hörensagen auf diese doch recht große Höhlen hier im Weinviertel gestoßen. Okay. Na, da mag ich nicht. Na, ich krabbel da rein ein Stück, aber ich krabbel sicher nicht durch, Umi. Und wenn du mit Menschen da herunten bist und eine Höhlenführung machst, gibt's da mehr Menschen mit Platzangst? Also die wirklich dann erstarren? Ich hab Platzangst. Du? Ich hab Platzangst, nein. Ja. Ja, sicher. Ich hab Platzangst. Und zwar ziemlich stark. Ich habe einfach gelernt, in der Enge kann mir eigentlich selten etwas passieren. Da ist eine Höhle, wo ich nichts tun kann da drinnen. Da komme ich nicht raus wieder. Ich glaube, der Fläche wird das nicht überleben. Und wenn ich dann diese Panik kriege, so richtig so. Ja? Ja. Schnappatmung. Dann beruhige ich mich. Dann warte ich einen Moment und dann, wenn ich weiß, ich habe mich beruhigt, dann gehe ich zügig durch. Ich habe auch das Problem, ich habe Schuhgröße 48. Das ist in engen Stellen auch hinderlich. Mit den Füßen voran, so eng. Ja. Dass du mit 48 nicht mehr durchkommst. Ja, bitte. Du musst mit den Füßen voran, dass der Kopf kommt nach. Das ist eine Steißgeburt eigentlich. Und ich habe einen sehr großen Brustkorb und das sind die beiden großen Probleme da. Ja. Schafft das? Ich bin sehr stolz auf dich, Fläche. Ja, danke. Aber gehen wir trotzdem. Jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir. Ja? Na ja. Jetzt kriegst du eine Belohnung dafür, dass du durch die Engstelle durch bist. Das ist lieb von dir. Gell?
Bitte sehr. Oh, wir so kriegen einen Wendy. Ich kriege einen Wendy. Muss man einen Schluck erleben in der Hülle, oder? Bitte. Ja, dann sage ich danke, Peter. Du, wo geht's denn raus überhaupt? No. Hast du Ahnung? Ich glaube, da, oder? Ich glaube, dort. Na. Dort. Danke dir. Danke. Alles Liebe. Ciao. Bitte sehr. Pass auf das Saddle. Es ist feucht und mir ist kalt. Fläschi. Weißt du, was die Ritter gemacht haben, wenn ihnen kalt war? Ja, in ein warmes Sponsorskar. Irrtum. Sie haben noch kälter gebadet. Ja, jetzt habe ich für gefährliches Halbwissen, ehrlich. Komm, schmeiß dich rein und du wirst merken, nachher ist es richtig kuschelig. Ja. Du hast viel mehr. Fällt dir irgendjemand ein, den du heute noch als Ritter bezeichnen würdest? Ja, so deppert ist das in Eiswasser setzt. Na. Die waren tugendhaft. Die waren so, Witwen und Waisen haben sie. Ja. Wohlhabend, oder? Auch sehr wohlhabend, ja. Amazon. Nein, der Jeff Bezos ist kein Ritter. Ne? Das ist eine Grässlerei eigentlich. Ja, der so. Raubritter. Früher mal so eine Grässlerei. Felix Baumgartner ist ein Trottel, ne? Das ist kein Ritter. Ja, ja, sie haben sich selber beschäftigt. Die Carola Rakete, die Kapitänin von dem... Von dem Flüchtlingsschiff, ja. Ja, das ist ein Helden unserer Zeit. Aber viele sind es nicht. Nawalny vielleicht jetzt gerade, ne? Der Eintritt nach Russland zieht und sagt, Putin, ich komme trotzdem nicht. Aber merkst du, wie es schon wärmer wird oder sterben gerade die Gliedmaßen ab? Na, Drink hätte ich gern vielleicht was. Fläschi, weißt du, was wir machen, wenn wir rausgehen jetzt? Nein. Wir schlupfen eine ganz kuschelwarme Ritterrüstung. Weißt du, was ich jetzt mache? Was? Ich gehe aus. Mir ist okay. Ja, aber muss man doch recht geben. Na. Das ist jetzt bedeutend wärmer erscheint. Also das, was man noch spürt am Körper, ist wärmer. Sei du das mit dem Eisbaden war eine Schnapsidee. Zugegeben, es hat nicht so gut funktioniert. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Mir ist saukalt. Und das mit der Rüstung ist der nächste Blödsinn. Vielleicht aus einer Ritterrüstung wird kein Flanellpyjama. Ja. Du wirst dich schon nicht verkühlen. Na, Ritterrotz. Komm rein. Auf zum Sudern einmal. Ah, du bist schön warm. Hallo, du bist der Martin. Grüß dich. Servus, Geri. Hallo. Das sind Juwelen. Ja. Die gehören alle dir? Juwelen aus Blech. Nicht alles meins, aber das Größte. Aber du kannst uns ungefähr erklären, wie sowas funktioniert, wie man es anzieht? Ja, natürlich. Das ist eine Rüstung, die wurde ja nicht einfach nur umgehängt, sondern die musste montiert werden. Das muss natürlich angepasst sein, deswegen ist eine Rüstung immer für den Träger gemacht. Okay, die kriegt man so wie eine Firmungsuhr. Ja, sie hat auch ungefähr den gleichen Wert. Und schwer sind diese Dinger, ja, habe ich gelesen. Ja, natürlich, es ist Blech. Jedoch, man musste sich damit gut bewegen können. Ja. Weil wenn du unbeweglich in einem Kampf gegangen bist, du warst der Erste, der es nicht mehr gemacht hat. Ja, ja. Ein Eisenhut. Aber der hat ja sicher... ungefähr 7 Kilo. 7 Kilo, ich denke mir es gerade. Das ist eine Barbuta. Ja. Na, du schaust super aus. Da kann man aber noch schön atmen da drinnen. Das war ja auch ein wesentlicher Punkt. Ja, aber wie haben das die Brillenträger gemacht? Die Brillenträger, nein, die konnten das nicht machen. Brillenträger war Koch. Aber mit dem zu kämpfen, das ist mir ziemlich ungeschützt. Ja, deswegen gibt es mehr. Mit diesem zum Beispiel kannst du einen sogenannten Bart haben. Und der hat deinen Unterteil dann geschützt. Okay. Und wenn du deinen Kopf jetzt einziehst, dann machst du sogar noch dein Gesicht zu. Also das ist ja quasi der Mund-Nasen-Schutz des 15. Jahrhunderts. Richtig, ja. Und das ist der Aluhut. Und da geht garantiert nichts durch. Ja. Setzt du ihn einmal auf, Fläschi? Ja, sehr gerne. Ich habe ein Hut gesehen. Du hast ein Hut gesehen, ja, du kannst ja alles aufsetzen. Ja, ja, hervorragend. Der passt ja wirklich gut. Passt sehr angeschmiedet, ja. Der hat Ohrwascheln. Ja. Was ist das? Aus Star Wars. Na, das ist deiner. Aufsetzen! Du kannst besser Handy telefonieren. Das ist genau der Martin, ich würde sowas wahnsinnig gerne mal anziehen. Ja, und spazieren gehen damit. Ja, dann machen wir das. Aber mit sowas kannst du ja nicht durch Wien ratschen jetzt, bitte. Na, sicher nicht. Was machen wir jetzt überhaupt? Ziehen wir uns um oder was? Nein! Fläschi, wir gehen jetzt wohin? Es wird dich umhauen. Es ist eine Riesenüberraschung für dich. Schon wieder? Ja! Du wirst Freude empfinden. Wirklich? Na, okay. Dann wo? Darauf. Diese Richtung. Das schaut aus wie der Mandalorian. So. Fläschi, pass auf. Wir sind da jetzt in der Bücherei. Ja, ich sehe es. Und es gibt hier ein Buch über Richard Löwenherz. Es gibt viele Bücher. Ich bin sehr aufgeregt, du merkst. Und da gibt's drinnen... Leise. Es gibt ja auch Seenspitzen. Über Richard Löwenherz. Ja. Und da ist ein Bild daneben. Ja, von einem ein Bild.
Das ist ein Foto, das muss ein Cousin sein. Der schaut aus, wie die aus dem Gesicht gerissen. Nein. Ja, das glaube ich nicht. Wo ist das? Richard Löwenherz. Wie soll ich das mal leise? Kulturgeschichte, da war's. Bin Ladens, na. Josef der Zweite. Karl der Große. Wer ist es? Justin. Das war. Das ist es. Das ist es. Pass auf. Da. Schau mal her. Das. Aber das ist doch wie die aus dem Gesicht. Das ist ja Wahnsinn. Und das ist ein Cousin. Das, weißt du, was das bedeutet, Fleischi? Nein. Die gehört England. Ich bin der König von England? Ja. Geil. Na, aber dann bist du mein erster Ritter. Nein. Natürlich. Bitte. Oh. Knie nieder. Ich schlage dich zum Ritter. Sei treu und beständig. Sei freigebig und demütig. Sei mutig und voller Güte. Steh auf, mein Sohn. Ich ernenne dich zum Ritter Sir Gary von und zu Seidel. Darf dich Gary Seidel nennen? Darf man seinen König auf ein kleines Bier einladen? Jederzeit. Dann lass die Kutsche kommen! Du musst hinter mir gehen, ich bin der König. Ach. Mein König, er erinnert sich, Richard Löwenherz ist ja seinerzeit in Erzberg gefangen genommen worden. Naja, das ist der Batzer, der glaubt, er bleibt unerkannt und hat mit Goldmünzen zahlt und einen Ring hat er gehabt. Ja. Genau. Und das ist Erzberg? Nein, aber es gab seinerzeit vor den Stadttoren von Wien so eine kleine Kapelle zu St. Stephan. Und dort fahren wir hin? Nein, daneben ist ein Würstelhütten. Und dort fahren wir hin. Ich bin gespannt, ob es die noch gibt. Gut, und dort ladet er ihn auf ein Bier ein? Nein! Ja! Da hab ich eine Freude. Bitte steigt aus, mein König. Ja. Folge mir. Erster Ritter. Da ist die Kapelle. Danke, Kutscher. Gerne. Folgt mir, mein König. Groß ist wohl die Kapelle. Mein König da drüben. Grüß Gott. Grüß Gott, hallo. Bitte sehr. Zweimal Wurst mit Käse. Gerne. Hotdog oder aufgeschnitten? Aufgeschnitten. Aufgeschnitten, gerne. Bitte. Und scharfe Pfefferoni. Jawohl. Und zwei kleine Bier. Mahlzeit. Mahlzeit. Prost, mein Lieber. Fläschchen. Und das ist das Schöne am Außendienst. Leben wie die Ritter. Mut, ja. Was? Tapferkeit und Schutz von Witwen und Waisen. Ja, wobei Mut, da fehlt noch was, ne? Wieso? Ich hab dir noch nicht springen gesehen. Gebitte! Und das ist bei meiner Hypnose rausgekommen. Wir müssen immer alles machen. Wir sind ja keine 25 mehr. Hey, und die meisten Ritter sind nicht ein bisschen alt geworden. Prost, mein Lieber. Und übrigens, in Tirol gibt es einen Bergbauern, der macht Schlumpskrapfen. Sie sind ein Wahnsinn. Da müssen wir einmal hin. Ich war nicht gleich. Du musst es heim dazwischen einmal. Bist du sicher? Wenigstens zum Wäschwechseln. Würde es eigentlich jemandem auffallen, wenn du eine Woche nicht zu Hause erscheinst? Ja. Wirklich? Es kocht keiner.